Herzlich willkommen, liebe Clasher, bei mir mit dem Thorsten. Kurzer War Recap unseres vorletzten bzw. letzten Clankrieges. Wir haben hoch verloren, woran lag's? Wie immer, hier oben holt der Gegner bei uns im Moment sehr, sehr viele Sterne. Woran liegt's? Sehr, sehr viele Elfer. Oh, so viele Elfer sind's gar nicht. Ah, doch, sind ein paar. Hier kommt noch einer. Da kommt auch noch einer. Ja, Nummer 14. Ist auch noch ein Rathaus 11. Allerdings, man sieht das hier, hat er auch nicht viel gerissen. Ich habe den mit 3 Sternen gemacht. Aber immerhin ist das einer mit Warden, mit Max Minern, mit Max Bowlern. Und so konnten die natürlich ganz gemütlich mit ihren Chars komplett runtergehen und uns relativ hoch dreiern. Wir tun uns im Moment ein bisschen schwer im oberen Bereich. Die 3 wurde krankheitsbedingt nicht angegriffen, muss ich sagen. Aber teilweise sind wir froh, wenn wir nur 1 Stern kriegen. Das Ganze zieht sich jetzt schon wieder fort, in diesem Clankrieg auch wieder. Wir haben hier oben 1, 2, 3 gestandene Elva eigentlich, das heißt also schon mit guten Truppen und mit Adler-Dev. Mojo selber ist ein Elva relativ frisch noch, das heißt er hat die Bowler noch nicht so hoch, er hat die Miner noch nicht hoch und der Warden ist auch erst auf Level 5. Der Gegner hat nur 8 Elva, die allerdings hier in diesem Bereich keine Adler-Dev haben. Und dementsprechend trotzdem stark sind, was das Angreifen angeht. Wir tun uns nach wie vor hier oben schwer. Das müssen wir irgendwie üben. Norman hat allerdings oben, das zeige ich gleich, ein bisschen Pech gehabt. Ansonsten waren die Bases hier im unteren Bereich eher einfach für uns. Das war ja nichts Besonderes. Ich glaube, der Angriff von Knockout auf die 24 war der schwierigste Achter hier unten, denn mit einem Drachenangriff stand die Lars sehr, sehr weit verteilt, aber wir haben den Angriff vorher durchgesprochen, wenn er den Feger in den Rücken fliegt, dann schießen erstmal nur 2 Bogenschützen auf die ganzen Drachen, das ist natürlich sehr wenig, auch wenn das Rathaus sehr viele Trefferpunkte hat und erstmal weggemacht werden will, kommt er hier echt gut in die Base rein, die Clanbug-Truppen wären sicherlich mit einem Drachen viel, viel stärker gewesen. Aber so kommt er hier super in die Base rein. Und die Loons überleben vor allen Dingen sehr, sehr lange. Ziehen das Feuer von dem Bogenschützenturm und jetzt auch von den Magiertürmen voll auf sich. Und die Drachen dahinter sind noch gut in Heilung. Beziehungsweise haben noch sehr, sehr viele Trefferpunkte. Und so waren das hier ganz locker 3 Sterne. Was wir immer wieder gerne machen, ist Golaloon. Das üben wir, vor allen Dingen im 9er-Bereich. Machen wir das sehr gerne. Da wollte ich euch den Anke vom Lauterer zeigen. Der so eine typische Internet-Base, so will ich sie mal benennen, hier mit dem Golaloon angeht. Da oben der Golem läuft zwar ein bisschen suboptimal, zieht aber richtig viel Feuer auf sich für seinen Kill-Squad ein. Golem geht jetzt mit rein, Helden hinterher, das Kill Squad. Der Hund tut jetzt nicht wirklich weh mit seinen 50, 55 oder 60 Trefferpunkten, die der eigentlich nur macht. Ziel ist es immer, die Clanburg eigentlich auszuschalten und 1, 2 Lars zu erwischen, plus die Queen optimalerweise. Das macht er hier sehr gut. Auch wenn man meint, oh, da leben nicht mehr viel Truppen, ist das Ganze, na, ich will jetzt nicht sagen entspannt, aber er kommt hier gut zu Gange, der King bzw. der Golem unten wird jetzt noch die zweite Lar machen und dann kommt er jetzt auch schon mit seinen Loons in die Base. Es platzen, glaube ich, nicht alle Lava-Hunde auf, weil in der Base nur 6er Lars waren und hier hätten 2 Hunde locker gereicht, weil es sonst am Ende immer sehr eng werden kann. Einer platzt da noch, zum Glück. Und der Rest
geht so mit drauf. Jetzt sehen wir, der Hund macht noch ein bisschen Schaden mit, aber er hat noch genug Laberwelpen hier in der Base, die für den 3-Stern sorgen. Toller Angriff. Machen wir sehr, sehr gern. Golalon. Der Donnerbengel hat auch mit einem Golalon angegriffen, entscheidet sich, diese beiden Lars wegzumachen und die Clanburg zu eliminieren. Geht hier mit zwei Golems vor. Hier haben wir allerdings auch noch nicht ganz so starke Def, also keinen Maxed Out RH9. Und vergiften die Clanburg. Da waren Valkyren mit drin. Das ist natürlich ein gefundenes Fressen für unsere Bowler. Die Queen musste irgendwie sterben, stirbt jetzt aber von dem Bowlern und dem Magier. Und dann kommt er von oben mit seinen Loons rein, beziehungsweise mit den Lavahunden rein. Entscheidet sich hier also nur für zwei Lavahunde dafür, für die Bowler. Und glücklicherweise poppen die jetzt auch noch auf, dass noch ein bisschen mehr Lavawelpen gleich in der Base sind. Das ist natürlich optimal, damit das hier am Ende 3 Sterne werden. Nur noch abräumen und dann ist das mit der Base hier gewesen. Toller Angriff. Wir gucken ein bisschen weiter. 17 war übrigens auch von Alex, auch mit einem Golalun. Können ein bisschen höher gucken auf Steffi, die hier das ist noch ein 9er. Mit einer typischen Bowler-Kombination. Heiler, Bowler, Riesen. Kommt hier sehr, sehr gut in die Base rein. Sehr schön offen die Base. Das ist eigentlich für so eine Truppe dann nicht wirklich ein Problem. Zumal Steffi auch ein Zauber mehr hat gegenüber einem 9er. Und etwas mehr Truppen auch schon hat. Und hier ist jetzt noch richtig viel über, vor allen Dingen die Heiler. Sind noch 2 Heiler, die die ganzen Bowler heilen. Super, 3 Sterne. Ja, wie schon gesagt, 3 hat uns der Gegner ganz gut. Ich muss mal gerade schauen. Ich habe selber auch ein RH12 erwischt, diesmal im ersten, Maxed Out. Sollte eigentlich für einen RH10 kein Problem darstellen, außer man hat irgendwie ein Zeitproblem. Nehme hier die gleiche Kombi, schicke hier immer, das hat man jetzt gerade gesehen, ich schicke einfach 2 Riesen immer vor, die ein bisschen Feuer nehmen, damit die Bowler nicht gleich sofort das Feuer kriegen. Und komme hier, was ich eigentlich auch nicht so gerne mache, über Eck in die Base rein. Aber ich komme hier jetzt mit 2 Sprungen in alle Abteile dann gleich rein. Und das war eigentlich mein Ziel. Und ich denke mal, das ist mir auch gut geglückt. Das waren also gute 3 Sterne hier. Auch hier leben richtig viele Bowler noch. Da hinten werden jetzt die Riesen geheilt oder der Riese geheilt. Ja, er ist reich, voll geheilt, wunderbar. Trotzdem schafft er die Mauer nicht. Aber der Rest schafft das. Sehr gut. Und ich wollte euch nicht vorenthalten den Angriff von Norman, der ein bisschen Pech gehabt hat. Hier oben müssen wir also wirklich üben. Aber Normans Angriff war wirklich klasse. Er lockte erstmal die Clanburg. Da sind nämlich Valkyren drin und ein Babydrache. Kommt dann über die Adler-Def mit seinen restlichen Truppen rein. Macht das hier sehr gut. Die Truppen sollen gar nicht mittig rein. Würden die auch gar nicht machen, weil nichts in der Mitte ist, was interessant ist für die Bowler. Da ist nichts in der Nähe. Und er räumt hier jetzt rechts und links richtig schön ab. Damit am Ende seine Miner Richtung Rathaus gehen können. Das auch solche Angriffe üben wir zurzeit so ein bisschen. Gerade diese Ringbases, da tun wir uns schwer mit. Wer jetzt nicht so gewandt ist im Queenborg oder mit Komplett-Minern, der greife doch zu so einer Taktik hier, die ist wirklich klasse. Normans Problem am Ende war eigentlich nur,
Das seien die 7 verbleibenden Meinert und die sind eigentlich richtig stark. Am Ende leider in eine Doppelbombe komplett reinbuddeln. Das wäre nicht so schlimm gewesen, hätte er, haben wir am Ende danach durchgesprochen, erst einen geschickt. Der hätte nämlich die beiden Doppelbomben ausgelöst und hätte dann den Rest geschickt. So sind alle 7, zack, in die Riesenbombe rein. Und schade eigentlich. Ein wirklich schöner Angriff wird nur mit einem Stern belohnt. Das ist dann auch noch Pech, was wir so haben. Oh, wir haben einen Live-Angriff auf Mastengo von Nummer 12. Da seht ihr es mal, ne? Nummer 12. Ist aber ein Rathaus 10, wie wir eben gesehen haben. 9, Entschuldigung. Ist ein Rathaus 9. Und macht hier sicherlich, ja, müssen wir mal gucken, ob er einen Stern schafft hier bei unserem Dreier. Aber ich denke mal, Ziel war vielleicht, die Klamburg hat er nicht gelockt. Ich würde dann eher sagen, da Masti hier kaum tote Gebäude hat. Ach ja, okay, das kann man natürlich auch probieren. Das Rathaus mit Skelettzaubern zu machen, aber da schießt dann einfach doch ein bisschen viel von außen auf die Skelette. Und so mal das wunderbar, werden das hier 0 Sterne. Die Adler-Dev, ja, erledigt jetzt auch den letzten, hat noch ein bisschen Zauber über. Aber gut. Ja, ich halte euch auf dem Laufenden, wie es denn weitergeht. Wir treffen im Moment nur auf solche Gegner. Das kotzt uns auch ein bisschen an. Muss man sagen, wenn man einen klaren Gegner sucht und allein nur die Rathäuser vergleicht und dann schon sieht, dass die Übermacht der Elfer wieder da ist oder der Punkt 5er wieder da ist, das zermürbt uns so ein bisschen, muss ich sagen. Ich werde heute auch noch angreifen, werde das gleich absprechen, ob ich die 8 nehme oder ob ich doch hier unten vielleicht den letzten verbleibenden 10er, ist übrigens kein 10er, sondern ist ein 9,5er, mache. Und ich denke mal, ich verbleibe einfach. Bis dahin, euer Toto Clashed.